Roman, lass uns gehen. Du hast für heute genug. Nur noch diese Ecke hier, ne? Sagst du immer und dann ist plötzlich Nacht. Bin gleich fertig, versprochen. Hm? Speedy! Speedy! Hast du für eine Bulle alleine raus, ne? Zeig mal. Das ist nichts, ein kleiner Ratscher. Du bist doch übermorgen bei Dr. Kleist, der soll sich das mal ansehen. Quatsch, Pflaster drauf, fertig. Du fehlst mir jetzt schon. Soll ich die Angeltour absagen? Ach, Quatsch. Komme ich endlich mal dazu, die Babysachen zu sortieren. Ah, unser Baby, genau. Nein, komm, wir müssen noch einpacken. Können Sie mich an diesen Anblick gewöhnen? Sicher? Ich mache hier nämlich gerade deine Kaffeemaschine kaputt. Du, wenn du dafür in meiner Küche stehst. Und weil wir gerade davon sprechen, du könntest natürlich auch die Tischdecke bügeln und vielleicht frisch gepressten O-Saft vorbereiten. Und das Tollste wäre natürlich, wenn du mir jeden Tag heißen Kaffee an mein Bett bringst. Dann ist ja gut, dass wir erstmal diesen Testlauf machen, bevor wir auch nur in die Nähe einer gemeinsamen Wohnung kommen. Was ist das denn hier? Das ist die Villa Kleist. Und ich wohne hier nur vorübergehend. Wo ist denn der Werkzeugkasten? Da, wo er immer ist. Wofür brauchst du denn? Schulprojekt. Wir helfen bedrohten Tierarten. Echt? Das klingt ja spannend. Erzähl mal. Keine Zeit. Ich muss los. Tschüss. Bedrohte Tierarten. Hey, kleiner Ben wollte noch guten Morgen sagen. Guten Morgen? Hm? Na, was meinst du? Wir beide heute Abend in der Sandkiste. Oh. Da müssen wir dir noch was sagen. Also, die Sandkiste, die ist, wie soll man sagen? Die ist verpackt. Ja, im Keller. Also ich finde, in der Zeit, in der die beiden hier rumstammeln, da hätten sie die Kiste längst aufbauen können. Das stimmt allerdings. Ja. Gut. Sie dürfen sich wieder anziehen, Herr Lubitsch. Wir warten jetzt noch auf die Blutergebnisse und dann sehen wir mal weiter. Wie sieht es denn eigentlich inzwischen bei Ihnen mit Sport aus? Zählt Angeln. Wir hatten uns ja schon über die Wichtigkeit von Bewegung unterhalten. Ich weiß, meine Frau ermahnt mich auch immer, das mit dem Blutdruck ernst zu nehmen. Naja, Sie sitzen beruflich viel. Also da ist so ein gewisser sportlicher Ausgleich natürlich auch sehr wichtig. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad ins Büro. Und ich arbeite mehr in unserem Schrebergarten. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht probieren Sie es auch einfach mal mit Walken. Okay. Soll ich mir das nicht doch mal ansehen? Ach, das ist nichts, das ist nur ein kleiner Kratscher. Vom Unkrautzupfen. Ja, das ist nicht nur anstrengend, sondern auch gemeingefährlich. Naja, solange Sie es desinfizieren. Ja, dann würde ich sagen, bis in 3 Monaten. Ja, okay. Aber vielleicht sehen wir uns auch zwischendurch. Meine Frau ist ja jetzt schwanger und bei ihrer neuen Kollegin Dr. Ewald. Gute Wahl. Behandlung. Ihre Großmutter war das letzte Mal vor 3 Jahren hier, Frau Trautmann. Und sie hat heute wirklich keinen Termin. Aber wir haben gestern noch darüber gesprochen. Danke. Ich mache mir Sorgen, weil sie oft so müde ist. Und sie hat mir versprochen, heute zum Doktor zu gehen. Ist aber merkwürdig. Sie war immer so zuverlässig. Sie hat nie einen Termin versäumt. Eigentlich wollte sie mich vom Bahnhof abholen. Vielleicht hat sie sich die falsche Uhrzeit notiert. Kann sein. Ich habe nur leider wenig Zeit, weil ich ein Bewerbungsgespräch in Leipzig habe. Ich komme direkt aus Frankfurt. Ach, da sind Sie zum Studium hingegangen, stimmt's? BWL. Mhm. Sie merken sich aber auch alles. Ach, wir wollten nur kurz zusammen frühstücken. Es gibt sicher für alles eine ganz einfache Erklärung. Vermutlich hat sie ihr Handy vergessen und das Telefon im Laden ist ja kaputt. Da wird sie... Der Papierladen von ihrer Großmutter? Der ist doch seit einem halben Jahr geschlossen. Thank you.
Omi. Ich suche dich überall. Mein Julchen? Du bist heute schon... Ich dachte, du kommst erst morgen. Du wirst ja nicht tiddelig, Omi. Ein schöner Papierladen. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich habe genug gearbeitet. Ich möchte jetzt noch ein bisschen mein Leben genießen. Ah, hallo. Guten Tag, brauch mehr Wein. Guten Tag, Herr... Landwehr. Das ist doch dein Postbote. Hm. Morgen. Morgen. Ach, Professor Bender. Wegen der neuen Assistenzstelle. Ich habe mir gerade die Kandidaten angeschaut. Ich habe da einen Vorschlag. Ah ja, ich habe da auch noch einen Vorschlag. Ja, schauen Sie sich mal diese Bewerbung an, bitte. Dorothee Mattes, sind Sie sicher, dass Sie diese junge Dame wollen? Keinerlei Erfahrung. Ja, ich weiß, sie kommt direkt von der Uni. Aber sie hat hervorragende Referenzen und kann sofort anfangen. Sie müssen mit ihr zusammenarbeiten, Dr. Samann. Sie ist sehr unerfahren. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich habe sie schon getroffen und auf Herz und Nieren geprüft. Gut, meinetwegen. Ihre Entscheidung. Sie haben eine leichte Entzündung im Mundbereich, Frau Meerwein. Die habe ich schon lange. Seit wann denn? Als ich die letzten beiden Male da war, hattest du die Stelle schon, oder? Also schon seit 3 Monaten. Okay. Das deutet auf eine schlechte Wundheilung hin. Ist das schlimm? Naja, zunächst mal ist es nur ein Symptom. Ich schreibe Ihnen eine Salbe auf. Wie sieht's denn bei Ihnen mit dem Trinken aus, Frau Meerwein? Ich trinke, wenn ich Durst habe. Mhm. Probieren Sie es doch mal mit folgendem Trick. Stellen Sie sich morgens 2 1-Liter Flaschen Wasser auf den Tisch. Und am Abend sollten die bestenfalls leer sein. Früher haben die Menschen auch nicht mehr getrunken und sind trotzdem alt geworden. Ja, aber früher haben Sie auch nicht gemerkt, dass Sie dehydriert waren. Wie fühlen Sie sich denn sonst so? Etwas schlapp. Das könnte natürlich daran liegen, dass Ihr Körper zu wenig Flüssigkeit hat. Ist doch nicht schlimmer, mehr zu trinken, Omi. Probier's doch einfach mal aus. Sie werden sehen, es wird Ihnen gut tun. Ja gut, wie Sie meinen. Versprich mir, dass du auf den Doktor hörst. Nora, ich bin's. Bereiten Sie bitte für Frau Meerwein eine 5%ige Glukoselösung vor und machen ein großes Blutbild. Ja? Danke. Und schicken Sie von Hansfeld rein. Mhm. Tschüss. So, bringen Sie bitte Ihre Großmutter nach vorne. Nora wird sich um Sie kümmern. Und Sie werden sehen, Sie fühlen sich bald viel besser. Geh schon zu deinem Zug. Du darfst doch nicht so spät kommen. Es geht doch um deine Zukunft. Es ist doch richtig, dass sie mir bei dieser Tropfsache nicht die Hand halten muss. Das ist absolut nicht nötig. Okay, aber du rufst mich sofort an, wenn was ist. Versprochen. Viel Glück bei dem Bewerbungsgespräch. Ich bin so stolz auf Sie. Ja, das können Sie auch sein. Worum geht's? Könnten Sie bei Frau Meerwein einen Demtec und einen MMST machen? Schlaganfall oder Demenz? Ich möchte beides gerne ausschließen. Okay. Danke. Also, Frau Meerwein, heute ist Mittwoch. Welcher Tag war gestern? Montag? Mhm. Ach, junger Mann, Sie bringen doch alles durcheinander. Ich bin erschöpft. Wir haben es gleich. Zählen Sie bitte in 7er-Schritten rückwärts. Das heißt 93, 86, 79. Also ich bin doch kein Kleinkind. Was soll denn das? Ich habe 40 Jahre lang ein Geschäft geleitet. Ich werde ja wohl rechnen können. Das glaube ich Ihnen. Würden Sie mir noch einen Gefallen tun? Das Blatt Papier hier nehmen, in der Mitte falten und auf den Boden legen. Gut, das war schon, Frau Meerwein. Dr. Kleist wird alles Weitere mit Ihnen besprechen und ich würde zur Sicherheit gerne noch einen MRT machen. Also jetzt reicht's mir wirklich. Ich war kurz unpässlich,
Aber jetzt geht's mir wieder gut. Ja. Und ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich genügend trinke. Sie müssen wirklich keine Angst haben. Sie können mich nicht zwingen. Wer sind Sie eigentlich? Dr. Timo von Hatzfeld. Ich habe Anfang des Jahres bei Ihnen Schreibpapier gekauft. Da waren Sie wohl einer der Letzten. Wir haben lange darüber gesprochen, woran man handgefertigtes Büttenpapier erkennt. Büttenpapier ist an den Rändern dünner. Und im Gegenlicht ist eine Aufhellung, die... Wer sind Sie nochmal? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Frau Meerwein? Ach, da sind Sie ja. Sie sprechen jetzt noch schnell mit dem Doktor und dann sind Sie auch schon erlöst. Ja, aber ich hab's wirklich eilig, weil ich erwarte mich ein Päckchen. Und wenn ich dann nicht da bin, dann... Da kann der Postbote doch auch mal bei der Nachbarin klingeln. Meiner macht das auch immer. Kommen Sie. Ja, geht gleich los. Ich bin gleich bei Ihnen. Und? Leichte kognitive Beeinträchtigung, sinkende Reflexbereitschaft des zentralen Nervensystems. Ist aber zu früh für eine Demenzdiagnose, oder? Was mit MRT? Sie weigert sich. Sie ist insgesamt sehr willensstark und bemüht sich, ihre Beeinträchtigungen zu überspielen. Okay, ich sehe, was ich machen kann. Okay. Können Sie sich denn noch daran erinnern, wie ich früher in Ihrem Geschäft immer die Schulsachen für meine Kinder gekauft habe? Ja, aber natürlich. Die halbe Stadt. Aber inzwischen bestellen die Leute alles übers Internet. Ja, machen Sie mal bitte auf. Mit der Entwicklung müssen wir es ja nun alle auseinandersetzen. Kommen Sie denn finanziell gut über die Runden? Ja, natürlich. Auch ohne Harald. Mein Mann ist jetzt seit über 20 Jahren tot. Unsere Tochter hat damals im Auto neben ihm gesessen. Ja, ich kann mich daran erinnern. Sie haben sich dann gleich ganz rührend um ihre Enkelin gekümmert. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Man hat immer gespürt, dass Sie beide eine sehr starke Verbindung haben. Sagen Sie, Frau Meerwein, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Herz unregelmäßig schlägt? Nein. Ihre Bindehaut ist auch ziemlich blass. Es könnte ein Hinweis sein, dass Sie einen Eisen- und Folsäuremangel haben. Ein bisschen abgenommen haben Sie, glaube ich, auch, oder? Bitte? Ach, nein, nein, ich meine, ja, ich mache so eine kleine Diät. Das kann mir ja nur gut tun. Wie auch immer, ich würde wirklich gerne ein MRT machen. Nur um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Bitte, ich muss wirklich darauf bestehen. Dann tun Sie es doch Ihrer Enkelin zuliebe. Wie Sie meinen, Herr Doktor. Gut. Dann bitte ich Sie jetzt kurz draußen Platz zu nehmen. Ich sage in der Radiologie Bescheid und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, und falls Sie den Kollegen nicht gleich erkennen, tun Sie einfach so, als ob. Er ist ein bisschen empfindlich. Versprochen. Er hat aber auch wirklich ein Allerweltsgesicht. Dankeschön. Dann machen wir doch Dienstag den 5., Herr Palke. Ich muss sowieso neue Handschuhe bestellen. Also es eilt nicht. Ich komme schon noch mit denen zurecht. Ich habe aber noch ein paar Proben im Lager. Kommen Sie mal mit. Vormittags oder dann lieber nachmittags? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Ich komme dann morgen früh noch mal. Ja, danke, dass Sie... Ja? Passen Sie doch auf! Ja? Haben Sie Frau Meerwein gesehen? Die musste dringend weg. Sie drückt sich vor mir mehr Tee. Also, so ein stechendes Gefühl im Unterbauch, das ist meistens nur ein Dehnungsschmerz. Sind Sie ganz sicher, Frau Ewald? Das fühlt sich wirklich unheimlich an, als wollte das Baby schon raus. Ja, ich bin ganz sicher, Frau Lubitz. Sie sind in der 19. Woche, da dehnt sich Ihre Bauchdecke immer mehr. Das Baby wächst. Ja, es hat neulich schon richtig festgetreten. Und die Organe um das Baby rum, die müssen sich anpassen. Und das spüren sie natürlich. Ich wollte ja schon die Angeltour verschieben. Das kommt gar nicht in Frage. Ihr plant es schon so lange. Wo soll es denn hingehen? Die Werra hoch. Am Fluss gibt es noch viele einsame Stellen.
Ganz alleine? Nein, mit einem Freund. Wir machen das seit 25 Jahren. Freuen wir uns das ganze Jahr drauf. So haben wir uns auch kennengelernt. Ich war mit einer Freundin am See schwimmen und wir hatten die beiden gar nicht bemerkt, weil Angler ja immer so stumm vor sich hinhocken. Dafür haben wir sie bemerkt. Das ganze Geschnatter und Gekicher haben jeden Fisch verjagt. Tja, wenn wir auch so stumm gewesen wären, dann hättest du dich nicht beschwert. Und du hättest nicht so frech geantwortet. Ja, und wir würden jetzt nicht hier sitzen und unser erstes Kind erwarten. Yeah. Mann, das ist eine schöne Liebesgeschichte. Sie sind irgendwie nicht griffig genug. Aber dafür sind Sie dicker. Nee, noch was anderes. Danke, Nora. Ach, Herr Lubitsch. Meine Frau. Hallo. Sagen Sie, haben Sie im Moment Zeit? Wieso? Ich würde mir jetzt doch gerne Ihre Hand ansehen. Na gut, okay. Ja. Das sieht tatsächlich etwas entzündet aus. Wie haben Sie das denn gemacht? Beim Unkrautzupfen an die Nägel vom alten Kaninchenstall gekommen. Hm. Aber hier? Das sieht doch aus wie ein Biss. Das kann nur unsere Katze gewesen sein. Die sitzt da immer gerne unter den Büschen. Das wäre nicht das erste Mal, dass sie mich gebissen hat. Ja, aber für eine Katze scheint mir das doch sehr klein. Haben Sie denn vielleicht eine Ratte gesehen oder so? Nee, noch nie. Da sind die Schreiber gerne immer extrem aufmerksam. Mhm. Haben Sie es denn gereinigt und desinfiziert? Das hat Caroline gemacht. Sehr gut. Gut, ich würde Ihnen trotzdem gerne eine Tetanusprophylaxe geben. Das wollten wir ja sowieso auffrischen. Mhm. Außerdem werde ich Nora bitten, Ihnen Blut abzunehmen, um eine Entzündung auszuschließen. Ja, ist das denn wirklich alles nötig? Naja, ich möchte vermeiden, dass Sie eine Blutvergiftung haben. Oder vielleicht eine Knochenhaut- oder Sehnenscheidenentzündung. Nora, ich schicke Ihnen Herrn Lubitsch vor. Machen Sie bitte eine Tetanus. Ach, der Impfstoff ist nicht da. Morgen, okay? Gut, dann machen Sie einen Termin, aber machen auf jeden Fall jetzt noch ein Labor. Ja? Alles klar, ich schicke ihn vor. Danke. Nora erwartet Sie vorne. Christian? Kann ich mal bei euch ins Internet? Bernd hat mal wieder alles lahmgelegt. Na klar, wieso nicht? Der Sandkasten? Ja. Den wolltet ihr doch schon vor 100 Jahren aufbauen. Ja, aber Bernd studiert ja noch nicht. Ich könnte euch ja mal den Bernd drüber jagen. Bei uns ist nämlich schon alles kaputt. Na, bitte nicht. Ich war gerade dabei, mit Clara zu skypen und bums, gibt der Router den Geist auf. Lass mich raten. Neues Regal? Nein, ich habe gedacht, im Keller kann er keinen Schaden anrichten. Also wenn das so weitergeht, dann ziehe ich in die Senioren-WG am Markt. Ja. Kann Bernd nicht doch irgendwas bei euch helfen? Hallo. Hey. Na? Ich konnte dich also wirklich inspirieren, diese Sandkiste aufzubauen. Ja. Ach nee. Und ich habe mich schon gewundert über diesen plötzlichen Arbeitseifer hier. Ja, ich hatte mich eigentlich gefreut, dich zu sehen. Schön, dass du gekommen bist. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Doch, sind wir schneller fertig. Vielleicht können wir sogar heute noch ein bisschen mit Ben buddeln. Also Bernd hat große Erfahrung mit Holz. Inge, was hat eigentlich Clara erzählt? Ja, wir haben doch gerade erst angefangen zu skypen, aber sie klang sehr glücklich. Ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen. Die ruft mich überhaupt nicht an. Weißt du was? Wir versuchen jetzt mal zusammen, sie zu erreichen, ja? Aber ich muss dich vorwarnen, es geht immer nur um Pferde. Pferde, 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 Pferde. Und? Gefällt's dir? Ja, aber wollten wir nicht eine Sandkiste bauen? Also, uns wurde eine Sandkiste versprochen. Tanja und ich dachten, dass so ein Bild ganz praktisch ist. Ja, und die Sandkiste, die bauen wir noch. Hey, 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 ich denke, wir frühstücken zusammen. Projekt ist schon um 7:30. Was für Tiere schützt du denn dieses Mal? Fledermäuse.
Ist das eine Fledermauskiste? Wusstet ihr schon, dass durch die intensive Landwirtschaft der Lebensraum der Fledermäuse immer weiter zerstört wird? Der Rückgang rund um Eisenach ist echt dramatisch. Wow, da lernt ihr immer echt was Nützliches in der Schule. Ja, finde ich auch. Könntet ihr ein paar nachtblühende Pflanzen euer komisches Beet tun? Fledermäuse lieben die. Nee, keine Fledermäuse im Garten. Also, schon wegen Ben. Und ich finde die Tiere auch echt gruselig. Ach komm, die sind wirklich nicht so schlimm. Ich finde das toll, dass du dich so engagierst. Ich glaube, ich habe heute sogar eine beim Joggen gesehen. Was? Heute Morgen? Ja, die sind doch nachtaktiv. Ja, ich glaube, die war schon tot. Hauptsache, man fasst sie nicht mit bloßen Händen an. Wegen der Tollwut. Wenn sie sich bedroht fühlen, beißen sie. Wie auch immer, ich muss los. Bis nachher. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Nora, ich bin's. Sagen Sie, wann kommt Lubitz zur Tetanusimpfung? Aha, verstehe. Sind seine Laborwerte schon da? Passen Sie auf, Nora, rufen Sie im Labor an. Sie mögen auf jeden Fall Lubitz Blut unbedingt noch auf Antikörper des Lissavirus testen. Alles klar, danke. Glauben Sie wirklich? Der Tollwutvirus gilt in Deutschland bei Wildtieren seit 2007 als ausgerottet. Ja, aber nicht bei Fledermäusen. Bei mir geht es um einen Patienten, der gebissen wurde. Die Tiere greifen keine Menschen an, soviel ich weiß. Auch keine Infizierten. Also die Wahrscheinlichkeit eines Bisses ist wirklich sehr gering. Und was, wenn der Patient es nicht bemerkt hat? Das wäre ja sehr gefährlich für den Patienten. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Also wenn sich Ihr Verdacht bestätigt, dann muss er sofort eine Postexpositionsprophylaxe bekommen. Tollwut ist tödlich. Ja, dafür brauchen wir die Blutergebnisse. Nora, was ist mit Herrn Lubitz? Ich bin dran. Und die Ergebnisse von Frau Meerwein sind da. Oh Mann. Das sieht gar nicht gut aus. Sie war heute Morgen auch nicht in der Praxis wegen des MRTs. Und zu Hause läuft das Band. Rufen Sie die Enkelin an. Praxis Dr. Kleist, Schwester Nora am Apparat. Ach, Frau Lubitz, gut, dass Sie zurückrufen. Ich müsste bitte dringend mit Ihrem Mann sprechen. Angelurlaub. Wie lange ist er denn weg? Was ist denn los, Herr Doktor? Wo ist denn Ihr Mann? Ich kann ihn nicht erreichen. Als ich es eben versucht habe, da hat sein Handy in der Jackentasche geklingelt. Die hatte er noch gegen eine Regenjacke ausgetauscht. Haben Sie vielleicht eine Telefonnummer von einem Freund? Lennart hat sein Handy ausgeschaltet. Seine Frau meldet sich, sobald sie was hört. Was ist denn nur los? Also wir müssen natürlich zunächst die endgültigen Ergebnisse der Blutuntersuchung abwarten, aber es könnte sein, dass Ihr Mann von einer Fledermaus gebissen wurde. Ja, also im Schrebergarten haben wir immer mal eine Fledermaus gesehen. Was ist an einem Biss so schlimm? Fledermäuse können Tollwut übertragen. Heißt es, mein Mann hat die Tollwut? Möglicherweise. Aber dagegen kann man doch was machen. Ja, selbstverständlich. Wir können ihn impfen, aber das muss schnell gehen. Deswegen müssen wir ihn dringend erreichen. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie schon hier sind, dass Sie sich kurz noch mal bei Frau Ewald durchchecken lassen. Einfach, um sicher zu gehen. Der Bluttest von Lubitz ist positiv auf Lissavirin getestet. Ich habe das Gesundheitsamt schon informiert. Der Impfstoff ist angefordert. Wann wird Frau Lubitz hier sein? Ja, Tanja schickt sie gleich nach der Untersuchung hierher. Um sie mache ich mir ja weniger Sorgen als um ihn. Der Mann muss so schnell wie möglich behandelt werden. Und zwar bevor Symptome auftreten. Sonst haben wir verloren, bevor wir anfangen. Ja, Gott sei Dank beträgt die Inkubationszeit mehrere Tage. Trotzdem, es zählt jede Stunde. Der Virus wandert mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 10 Zentimetern pro Tag. Ja, aber wenn wir das Serum injiziert haben, dann können die Antikörper sofort mit dem Kampf beginnen. Was sag ich mit deiner Assistenzstelle? Bender hat meinen Vorschlag sofort abgenickt. Aber er hat ein bisschen komisch geguckt. Keine Ahnung warum. Doch toll, wenn er dich unterstützt. Der wartet doch nur darauf, dass ich einen Fehler mache, damit er mich loswerden kann. Ach Michael, es geht doch nur um eine Assistenzstelle. Ja, aber dass er das so ohne Bedingungen akzeptiert, das ist schon seltsam. Gibt es eigentlich irgendwas, was Bender dir recht machen kann? Das ist schwierig. Ich muss noch in die Praxis. Ja, tschüss.
du da? Hi, Dr. Kleist. Sind Sie morgen Abend zu Hause? Morgen Abend? Ja. Gut, weil Clara möchte, dass ich ihre Kamera mitbringe. Kamera? Wohin denn mitbringen? Ja, ich steig doch übermorgen in die Tour mit ein. Ach, was ist denn für eine Tour? Kanada, West Coast. Also, kann ich morgen Abend kommen? Das hat sie mir überhaupt nicht erzählt. Naja, ich rufe sie einfach an. Ja, wird schwierig, sie hat selten Empfang, aber dann bis morgen, ja? Ja, kein Problem. Tschüss. Noch mehr Wein? Noch mehr Wein? Alles in Ordnung? Herr Doktor, so was Verrücktes, ich muss doch tatsächlich eben kurz eingenickt sein. So, und Ihr Blut, das untersuchen wir jetzt auf Lysaviren. Aber ich bin noch gar nicht gebissen worden. Aber Sie können sich bei Ihrem Mann angesteckt haben. Wie denn? Die Viren übertragen sich über den Speichel, also zum Beispiel beim Küssen. Und wenn der Test positiv ist? Eine Ansteckung ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir müssen alles ausschließen. Ja, aber wenn? Und was ist mit dem Baby? Ihrem Baby geht's gut. Und weil es sich bei der Tollwutschutzimpfung um keinen Lebendimpfstoff handelt, kann ich Sie impfen lassen, obwohl Sie schwanger sind. Bevor die Ergebnisse da sind? Ja, das ist sicherer. Die Tollwutviren wandern die Nervenbahnen entlang zum Gehirn. Und dass sie da ankommen, das müssen wir um jeden Preis verhindern. Wenn die Viren einmal im Gehirn sind, ist keine Hilfe mehr möglich. Dann bekommt man Schaum vom Mund und wälzt sich zuckend auf den Boden, bis man stirbt, oder? Wir werden sie rechtzeitig impfen, sodass weder für sie noch für ihr Baby irgendeine Gefahr besteht. Ja, was ist mit Roman? Ich habe ihn immer noch nicht erreicht. Ihr Mann wird doch sicherlich längst gemerkt haben, dass er sein Handy vergessen hat, oder? Ja. Wir haben die Verabredung, dass wir jeden Abend telefonieren. Sehen Sie? So, und jetzt schicke ich Sie ins Krankenhaus. So. Frau Mehrwein, ich habe Ihre Enkelin telefonisch verständigt und sie wird gleich da sein. Danke, Herr Dr. Kleist. Frau Mehrwein, als Sie Ihren Papierladen aufgegeben haben, da ist ja auch ein Stück weit ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen, stimmt's? Mir fehlt meine Arbeit sehr. Und die Einnahmen? Ich vermute, Sie wollen niemandem finanziell zur Last fallen. Jule darf davon nichts erfahren. Ja, aber sie wird sich doch bestimmt Sorgen machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Ihren Gesundheitszustand, damit Sie auch Kraft haben, sich um den Rest zu kümmern. Dankeschön. Danke, Nora. Bitte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall herausfinden, warum Ihre Blutwerte so schlecht sind, Frau Mehrwein. Die Anzahl Ihrer roten Blutkörperchen ist sehr niedrig. Und mir ist auch aufgefallen, dass Sie einen hohen Eiweißmangel haben. Das heißt, noch mehr Tests und
und dieses MRT. Ganz ohne Untersuchung werden wir es nicht schaffen. Ich kann mir diese Untersuchungen nicht leisten. Aber die Kosten übernimmt doch die Krankenkasse. Ich bin nicht mehr versichert. Ich war privat versichert, aber das war dann einfach zu teuer. Und ich bin zu alt, um in eine gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Aber man kann doch Beihilfe beantragen. Sowas geht? Ja, selbstverständlich. Aber man hat ja auch seinen Stolz. Ich habe ja eine kleine Rente. Ich habe es sogar geschafft, Jule weiterhin bei ihrem Studium finanziell zu unterstützen. Schon, aber jetzt geht es doch eigentlich um Sie. Ich kann mich nicht beklagen. Anderen geht's viel schlechter. Wir werden Sie jetzt immunisieren, Frau Lubitz. Das ist eine nachträgliche Impfung gegen Tollwut mit demselben Impfstoff, der auch vorbeugend eingesetzt wird. Ich drehe gleich durch, wenn mein Mann nicht bald anruft. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn wir ihn heute noch herbekommen, dann kommt die Impfung immer noch rechtzeitig. Er war ja gestern gleich nach dem Biss bei Dr. Kleist. Nein, nein, der Biss ist schon länger her. Was meinen Sie mit länger? Ja, 3 Tage. Es ist reiner Zufall, dass Dr. Kleist die Wunde noch mal gesehen hat. Mein Mann wollte sie ihm eigentlich gar nicht zeigen. Ja, Sandmann hier. Ich habe mich gestern noch ziemlich doll mit Anke gestritten. Wegen der Sandkiste? Ja, auch. Aber es ging eigentlich mehr darum, wie wir uns besser organisieren. Ich habe versprochen, Milch zu kaufen, und das habe ich nicht gemacht. Und die Sandkiste habe ich auch nicht gebaut. Verstehe. Und dann wurde das irgendwie zu einem Streit darüber, wie wir uns als Familie abgrenzen. Anke wollte ganz am Anfang eigentlich gar nicht in die Villa ziehen. Danke. Weil mit Schwiegerpapa unter einem Dach und so. Okay, das kann ich verstehen. Aber dann seid ihr trotzdem eingezogen. Ja, weil ich versprochen habe, dass unsere kleine Familie eigenständig lebt und nicht von der großen Kleist-Familie absorbiert wird. Ups. Ja, ups. Aber sie hat sich auch nicht an die Regel gehalten. Sie war die Erste, die unten rumgegangen ist und den Kühlschrank geplündert hat. Ja. Warum konnte ich nicht einfach diese Sandkiste bauen? Ich bin manchmal so ein Idiot. Und ich habe die Angewohnheit, mich zu verzetteln. Ich auch. Es tut mir echt leid, dass ich dir da so reingequatscht habe. Nein, ist doch nicht deine Schuld. Du wolltest doch nur helfen. Voll nett von dir übrigens. Hat Anke auch gesagt. Danke. Ja, und das ist die Hauptsache, mein Schatz. Mir ist alles in Ordnung. Ich fühle mich hervorragend. Außerdem hatte ich schon längst was gemerkt. Du musst sofort zurückkommen, Roman. Jetzt beruhig dich. Alles ist gut. Nein, du verstehst es nicht, Roman. Du bist in Lebensgefahr. Du musst kommen. Quatsch, die Ärztin viel zu pingelig. Herr Lubitz, mein Name ist Dr. Sandmann, ich bin der behandelnde Arzt. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meine Frau derartig aufzuregen, hä? Die Lage ist wirklich ernst, Herr Lubitz. Verstehen Sie das? Mir geht es gut. Genau das ist das Tückische. Sobald Sie Symptome bemerken, ist es zu spät. Ich sag das nur ungern, aber es geht hier um Leben und Tod. Jede Sekunde zählt. Also, haben Sie irgendwelche Beschwerden? Übelkeit, Kopfschmerzen, Jucken oder brennende Wunde? Nichts von alledem. Gut. Ein Hubschrauber wird kommen und Sie abholen. Sie glauben wirklich, dass ich Tollwut habe? Nein. Nicht glauben, Herr Lubitz. Sie sind nachweislich erkrankt. Das Blutergebnis ist eindeutig. Wir haben den Tollwutpatienten jetzt gefunden. Er kommt mit dem Hubschrauber rüber. Hoffentlich noch rechtzeitig. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt können wir nur noch warten. Kommt Lotte eigentlich mal wieder zu uns? Ich frag sie. Du liebst Großfamilie, oder? Ja. Ist es schlimm? Nein.
Nora? Ja, der ist hier. Setzen Sie sich doch. Ich vermute, Ihre Großmutter leidet unter Mangelernährung. Laut Blutbild hat sie Entzündungen im ganzen Körper. Aber was hat Mangelernährung mit ihrer Verwirrtheit zu tun? Naja, wenn das Nervensystem nicht genügend Nährstoffe erhält, dann kann es zu neurologischen Ausfällen kommen. Und das hört auf, wenn sie wieder vernünftig isst? Ja. Wir müssen allerdings auch die anderen Organe untersuchen. Es könnte sein, dass das Herz auch betroffen ist. Omi! Ach, Julchen! Oh. Frau Mehrbein, der Dr. von Herzfeld wird Sie gleich aufrufen. Oh, der Blonde ohne Wiedererkennungswert. Der Doktor ist doch sehr attraktiv. Ja, das ist doch gut. Dann kommst du einfach mit rein. So einen schicken Doktor hätte ich gerne als Schwiegersohn. Das ist Schwiegerenkelsohn, oder? Ah, ja. Omi! Frau Mehrwein! Frau Mehrwein! Können Sie mich hören? Frau Mehrwein! Puls ist schwach. Bitte rufen Sie den Rettungswagen. Frau Mehrwein, Patientin ist 69, war kurzzeitig bewusstlos aufgrund akuter Mangelernährung. Schockraum 2, Frau Mattis, Sie assistieren Dr. Kerner. Willkommen im Team. Alles Gute für Sie. Ich muss dich kurz sprechen. Hör zu, Michael, Frau Mehrwein ist in einer prekären Situation. Sie hat leider überhaupt gar keine Krankenversicherung. Aber ihr habt doch so ein Sozialbudget hier. Ja, ich kümmere mich drum. Versprochen? Ja. Okay. Du und Frau Mattis? Ja, das ist unsere neue Assistenzärztin. Sehr attraktiv. Herr Lubitz kommt jeden Augenblick. Alles klar. Herr Lubitz. Dr. Sandmann, wir haben telefoniert. Danke. Was machen Sie hier? Wie schlimm ist es? Ernst. Sie bekommen jetzt sofort eine erste Impfung und eine simultane Verabreichung von Tollwut Immunglobulin. Wir sorgen dafür, dass die Antikörper in Ihrem Körper aufgebaut werden und dass der Körper sie nicht alleine bauen muss. Und damit gewinnen wir wertvolle Zeit. Dadurch kann die Immunreaktion sofort beginnen. Oh. Danke. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Aber jetzt mache ich mir Vorwürfe, dass ich nichts gemerkt habe. Du hast mich sogar zum Essen eingeladen, obwohl du kein Geld hattest. Ich liebe dich so sehr, Julia. Ich würde alles für dich tun. Ich nehme dich mit nach Leipzig. Dann kannst du bei mir wohnen. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Das tust du nicht. Ich kann dir alles zurückgeben, was du für mich getan hast. Nein, ich will das nicht. Wieso denn nicht? Ich verdiene richtig gut in dem Job. Und du wärst hier nicht mehr allein und ich könnte darauf achten, dass du richtig isst. Ich bin noch nicht so alt, dass ich mich nicht um mich selbst kümmern kann. Das weiß ich doch. Aber ich möchte meine Eigenständigkeit nicht verlieren, Jule. Aber die nächsten Wochen kommst du mit nach Leipzig. Dann peppe ich dich auf. Keine Widerrede. Na gut, wenn du drauf bestehst. Also am besten tragen sich ganz ehrlich gar keine Handschuhe. Die können noch so dünn sein. An den Fingerkuppen befinden sich die meisten Rezeptoren. So, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir eine Woche Urlaub nehmen, um für euch Handschuhe zu bestellen. Für mich bitte die dünnen Gefühlsechten mit integrierter Hautpflege. Die Notaufnahme kennst du ja schon. Mhm. Die Isolierstation? Ah, da kommt der Dr. Sandmann. Mein neuer Chef. Sie kennen sich ja schon. Ja, und Sie offensichtlich auch? Er ist mein Vater. Warum? Es war Ihre Entscheidung. Ach so, Sie heißen gar nicht Bender, oder? Ich habe den Namen meiner Mutter benutzt. Ich wollte keine Extrawürstchen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Sie hätten den Job nicht wegen,
sondern trotz ihres Namens bekommen. Das war eine gute Arbeit heute. Ihr seid keine Freunde, oder Papa? Werden wir auch nicht mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen ohne dich. Mach dir keine Sorgen. Es wird gut gehen, hörst du? Wir werden eine glückliche Familie sein. Versprich's mir. Ich liebe dich. Und ich will leben. Es gibt keinen besseren Grund. Du und mein Kind. Papa, können wir den im Garten aufhängen? Wieso? Das ist doch euer Schulprojekt. Ist abgeblasen. Ein paar Eltern sind durchgedreht. Ach, ist ja schade. Das war so ein tolles Projekt. Der Tollwut-Fall ist schuld. Sich rumgesprochen, ne? Mhm. Also, kann ich? Fledermäuse stehen ja unter Naturschutz. Ich weiß nicht, ob man den Garten aufstellen kann. Aber weißt du, was wir machen können? Wir fragen Bernd. Ja. Als Ex-Bürgermeister weiß er doch bestimmt, wo man solche Sachen aufhängen kann. Ja. Lotte interessiert sich auch sehr für Artenschutz. Vielleicht kann die mitmachen, wenn es am Wochenende ist. Ja. Also, eigentlich wollte ich Nina fragen, aber von mir aus? Dann machen wir das doch alle zusammen. Cool. Siehst du? Unsere Patchwork-Familie doch endlich Profil. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Lotte in Weimar bei ihrer Freundin, ich hier auf der Sofakante. Ich hab doch gesagt, ihr könnt jederzeit hier einziehen. Ich weiß. Clara würde es bestimmt auch gefallen. Ich finde es echt doof, dass sie sich nicht meldet. Sie hat es nur vergessen. Ja. Clara liebt ihr Leben. Ich weiß. Kinder werden erwachsen. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich das mitmache, aber trotzdem. Ist meins? Nee, ist meins. Clara! Lotte? Wie geht's dir? Ja. Wir haben gerade von dir gesprochen. Aha. Nee, das geht nicht. Ach, das ist aber schön, dass du dich meldest. Okay. Jannik hat gesagt, er will die Kamera abholen. Und der kommt ja zu dir. Das finde ich total klasse. Ich hab damit gedacht. Das ist super. Klar. So, die Herren, es ist für jeden was dabei. Die sind für Herrn Doktor und die ohne alles für Piwi. Dankeschön. Zurück zur Natur, ja. Und die Gefühlsechten für Dr. von Hatzfeld. Wer hätte das gedacht? Für welche Geschmacksrichtung hat der Herr sich denn entschieden? Gummi. Bitte, setzen Sie sich doch. Also, die gute Nachricht ist, dass die Liquoruntersuchung ergeben hat, dass in ihrem Nervenwasser keinerlei Viren, sondern jede Menge Antikörper sind. Heißt das, er ist völlig geheilt? Ja, das heißt es. Danke. Danke, dass Sie meiner Frau so viel Mut gemacht haben, als sie mich nicht erreichen konnte. Sagen Sie auch Frau Ewald, dass ich mich gut bei ihr aufgehoben gefühlt habe. Gern, das mache ich. Ja, dann kann ich ja jetzt wieder Unkraut zupfen, bis der Arzt kommt. Davon würde ich Ihnen abraten. Nicht, dass Sie hier noch mit einem schweren Rückenleiden sitzen. Keine Angst, der gibt nur an. Aber wir sind jetzt auch wirklich sicher, Frau Tollwut. Ja, besser als Sie kann man sich nicht dagegen impfen. Super, das reicht. Maja. Es ist so schön, dass du da bist. Naja, ich musste doch mal gucken, ob die auch alles schon nett zu dir sind. Weißt du eigentlich, dass du als kleines Kind immer ein Gemüsebeet haben wolltest? Mama. Oh, guck mal, Ben, dein neuer Arbeitsplatz. Wow, das ist ja mega gut geworden. Das ist eine tolle Idee, Tanja. Vielen Dank, das ist total lieb. Hm. Oh, ich glaube, Ben braucht meine frische Windel. Hey Leute, ich wollte gerade eben kurz die Kamera abholen. Janik, da bist du ja. Kommst du kurz? Ich habe einen kleinen Notfallkoffer für euch vorbereitet. Ah. Also ich würde klein anders definieren. Da ist alles drin.
Schere, Kompressen, Mullbinden. Alles, was man so braucht für die Wildnis. Tabletten zur Wasseraufbereitung? Ja klar, du weißt nie, was los ist. Pack die Hälfte aus. Es wird immer noch zu viel sein. Art sei denn, sind die Pest. Ein bisschen überbesorgt, Herr Doktor. Hm? Auf Klassenfahrt bin ich die Apotheke. Da nehme ich 1 Euro für jedes Pflaster. Oh, das hätte ich auch machen sollen. Ja. Komm. Was wird wohl mal aus unseren Arztkindern? Irgendwas mit Pferden. Naja, ich frage Clara, was wir brauchen. Sie ist das Arztkind. Danke für die Kamera. Das ist der perfekte Koffer. Du hast an alles gedacht? Ja. Sogar an OP-Besteck. Wir sind ganz allein da draußen.